Jo, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Jetzt haben wir Lithium. Nämlich eine Energiezellen-Ladestation bauen. Jetzt habe ich das Konstruktionswerkzeug vergessen. Ich glaube, ich packe das besser hinten rein, weil das meiste Zeug baue ich hier hinten rein, also. So. Die Batterie nehme ich beim besten auch mit. Ich hätte mal zwei als Ersatz mitgehabt, ne? Dann können wir das eigentlich auch so lassen. Schnell zu da drauf. Ich weiß nicht. Oh ne, ich glaube, wir packen die hier mit hin. Wir könnten sie aber auch hier mit hinklatschen. Ja. Ich finde, das ist eine gute Stelle dafür. Ja, nice. Das da drauf. Oh ne, das wollte ich ja jetzt hier drin lassen. Ja, da was. So weiter geht, brauche ich noch einen Schrank, ey. Solche Energiezellen. Zweimal Batterie. Zweimal Sekunden. Zweimal Batterie habe ich gerade mit. Schon eine Baue. Habe ich keinen als Ersatz mit. Kupfer. Nein. Aber da ist das Silikon drin, was ich brauche. Muss ich noch mal diese, nennen sie mal, Elektropflanzen finden. Haben wir schon direkt eine. Drin noch irgendwie? Nö. Ich brauche nur noch eine.
Nö, anscheinend nicht. Weiter oben dürfte ich das wahrscheinlich besser erkennen können. Scanne ich mal kurz, kriege ich ein bisschen Titan. Titan kann man immer gebrauchen. Fuck, wo kriege ich denn jetzt noch eins von denen her? Ich das ja fast übersehen mit meinem Sauerstoff. Nein, hau ab. Geh weg. Niemand mag dich. Ja gut, manche Leute sicherlich schon, aber ich nicht. Noch ein bisschen Titan für mich. Cool, cool. Hier noch welche von denen? Ja, da können wir schon mal Quarz sammeln. Ab, Junge. Schön Pfeilchen. Nein. Musste sowieso hoch für Sauerstoff. Bisschen. Ah, cool. Dann mit den Rest davon. Gravitationsfalle. Und dafür kriegen wir Titan. Ich finde ja alles Mögliche, nur nicht das, was ich eigentlich haben will.
ja, hau ab. Ich brauche noch was von dieser Pflanze. Zum Skin. Ah, naja, kriegen wir wenigstens Titan für. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Wieder einfach mal aus dem Wasser jumpt. Wurde ja gesagt, die ist eine Frau. Noch ein bisschen Titan. Ich hab erstmal genug Titan. Nein, verpiss dich! Hau ab! Ja, auch von der Pflanze. Echt nichts. Dieser Abfuck. Was ist mit davon? Zu Glas verarbeiten. Ähnliches Scheißdreck. Ah, da haben wir noch eine. Inventarfall, du willst mich nutzen, oder? Oh Gott. Jetzt mit dem? Ja, ich kann es mit. Titanmann fertig. Machen zweimal Glas schon mal fertig. Die Batterie. Deswegen wir sowieso schon unterwegs waren. Künstliche Schwerkraft und leichte Objekte, kleine Tiere anzuziehen. Hm. Nice. Thermoskanne. Haben wir schon einmal
Atem brauchen wir nicht. Fertig. Nice. Nein. Hier kommt das fertige Zeug rein. Das heißt, packen wir zweimal Glas rein. Und wir könnten noch einen Titanbarren machen. Kann sein, dass wir den später noch des Öfteren brauchen. Auch mit hier rein. Da. Yep. Einmal da rein, bitte. Nein. Die fertigen Gegenstände sind ja hier drin. Deswegen packen wir das Silikon hier mit rein. Das Fasergewebe auch. So. So viele brauchen wir nicht davon. 1, 2 Stück davon. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir können eigentlich drüben hingehen und die Früchte futtern. Das geht natürlich auch. Erstmal die hier. Die Zelle. Captain. Ich die nicht die ganze Zeit mit rumschleppen muss, packe ich die einfach da mit rein. Ist klar, dann haben wir schon mal das da. Und dann wollte ich ja hier. So. 4 Stück. Ja, wir haben ja hier mehr als genug. Nö, der braucht nichts. Gut. Mitnehmen. Die da aufladen. Das haben uns los. Oh, hier wäre direkt ein Ort gewesen. Hm. Naja.
hergestellt. Silikongummi da drin. Nein. So. Dann da rein. So. Jetzt haben wir zwei Energiezellen. Wir können dann immer laden. Während das Fahrzeug, falls es mal fertig wird. Wenn die andere Energiezelle benutzt. Cool, mit zwei Stück haben wir schon fertig. Alle voll. Ich würde mir überlegen, was ich hier noch in die Hütte hinklatschen könnte. Weil hier nahrungstechnisch haben wir schon einiges. Den haben wir. Zwei Ladestationen haben wir. Wir haben sogar Kaffeemaschine. Ein Schrank, der, naja. Da passt noch ein bisschen was rein. Ein bisschen dekomäßig haben wir auch halt durch. Eine Tischdame drauf, plus die Bilder. Wir haben einen Reaktor hier. Der über Jahre zu laufen scheint. Ich beschwere mich nicht. Sitzbatterie, essen, trinken. Mehr als genug. Vielleicht noch ein paar Salzablagerungen sammeln und ein bisschen gepökeltes Zeug fertig machen. Oh, nicht Delta, sondern in die Richtung. Weil ja, auf dieser, ich sag mal, Insel waren wir jetzt schon ein paar Mal gewesen, aber es gibt eine bestimmte Richtung, die haben wir uns nur mal ganz kurz angeguckt. Und das ist da, wo die Brücke ist. Wollte ich mir nämlich jetzt noch genauer angucken. Weil da kam man dann ja eigentlich nicht rüber. Und wollte mal gucken, warum eigentlich nicht. Oder ob man das Zeug irgendwie reparieren kann. Wollte dann auch was Gepökeltes machen. Dazu brauchen wir ja diese. Ich noch? Ja, ich habe genug Platz, alles klar. Brauchen wir ja diese Salzablagerung. Oh, wir zählen nur hoch.
Stimmt, hier konnte man ja eigentlich auch noch mal runter. Dafür ist das Schneidegerät. Habe ich das mit? Ja, habe ich. Anscheinend gar nichts. Schade. Ich würde mich gerne wissen, was da hinten so los ist. Die Person, die hier alles auffüllt, war noch nicht da gewesen. Faules Dreckspack. Nein, wir können fucking Schnee haben. Ich habe da hinten wieder irgendwas übersehen. Genauso wie hier jetzt. Genau, noch mehr Wasser. Noch mehr Wasser. Ich habe ja nicht genug. There is something of significance beyond this bridge. It was important to Otera, but more important to me. Will it help us build you a body? I believe so, yes. Okay. Wahrscheinlich eins von den Teilen. Sack, brauche ich dafür viermal, damit hydraulisch diese Kürze maschinell. Was habe ich denn neu? Ach da, Gravitationswand, okay. Das heißt, ich brauche nur zweimal den Gelee-Sack, weil zweimal habe ich jetzt schon bei mir. Dann könnte ich so gesehen die Brücke fertig machen. Schlingpflanzenbüschel, ja, das gibt's bei mir um die Ecke. Also. Klar. Ich sag, zisch mir wieder zurück. Und noch ein paar. Ein bisschen was von diesem Gelee-Zeug da irgendwie klar. Dass man da mit dem Schneidewerkzeug nicht reinkommt, ist schon komisch. Das
Gibt es noch irgendwelche anderen Möglichkeiten? Irgendwas, was ich übersehen habe oder so? So aus. Schon komisch, wie kommt man denn da rein, ey? Das Schneidewerkzeug, das bringt nichts. Das verbesserte Messer bringt nichts. Und da lang ausgeht, vielleicht einfach mal den Rückweg prüfen. Ist abgebrochen. Ich müsste jetzt hier in der Ecke sein, wo man das Geleezeug kriegt. Zwei Stück davon. Ah, die habe ich eben gesucht. Nichts davon gefunden. Schon mal den ersten. Dass ich ihn noch nicht gescannt habe. Dann haben wir noch einen, cool. Ist irgendein Kackmonster? Was sind noch mehr von denen? Gab ich jetzt eigentlich? Ich hab 5.
Warte mal, ich brauche noch eins von diesen Schlingpflanzenteilen. Ist da eins dran? Nö. Aber da hinten haben wir noch. Nice. Das heißt, wir können jetzt gleich auf jeden Fall die Brücke reparieren. Hydraulikpatrone. Das Teil wollte ich haben. Essen. So. Was davon angesammelt? Am besten gleich noch mal zwei Fische machen, noch mal ein bisschen gepökeltes fertig. Ah, nein. Salz wollte ich behalten. Können wir hier noch mal fischen? Nein, keine Pinguine. Fische. Am besten der da, der bringt mich am meisten. Ein von denen. Weißt du was, wenn du schon so vors Gesicht schwimmst. Alles klar. Ersatzbatterie auch. Aber da ich nicht weiß, was mich da hinten erwartet. Habe ich einen gepökelten Fisch auf jeden Fall mit. Davon ein bisschen mehr zu trinken. Da auf jeden Fall schon mal auswechseln. Die pflanzen wir jetzt gleich noch ein. Weiß ich jetzt nicht. Soll ich den Helm auswechseln? Jo, Tag auch. Dann eine voll aufgeladene mitnehmen, die da hin tun. Und
Hier noch eine, das haben wir. Zweimal Heilung haben wir mit, dann noch einen gebügelten Fisch haben wir mit. Olig-Patrone müssen wir gleich dahin einsetzen. So, ich habe gerade mal geguckt. Also normalerweise mache ich die Videos ja immer so zwischen 40 und 50 Minuten lang. Was? I will share its coordinates so you can look into it. Got it. Signal location uploaded to PDA. Oh. Neues Artefakt. Krass. Cool. Bis kurz vor Ende ist sogar noch was passiert. Ich wollte jetzt eigentlich das Video beenden. Dann würde ich sagen, wir gucken dann in der nächsten Folge, was sich da unten befindet. Oder obwohl ich will ja schon eigentlich wissen, was da auf der anderen Seite der Brücke ist, ne? Aber das wäre ja auch ganz interessant. Naja, eins von beiden werden wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal anschauen. Dann war es das für heute. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Haut da rein.